So, Miliz, einmal antanzen bitte. Wir müssen wahrscheinlich ein oder zwei umbringen. So, drei, vier sind schon mal da, das reicht auf jeden Fall. Aber wir können die Gelegenheit mal nutzen, um zu gucken, wie die so ausgerüstet sind inzwischen. Inventar, Sie haben jede Menge Stoffzeug, aber das trägt jeder. Sie haben eine Stahlbrustplatte, ein Stahlschild. So weit, so gut. Bronzehandschuh, Bronzehandschuh. Ein Silber-Warhammer. Ich sehe immer noch keine Hosen. Aber da weiß ich auch nicht, ob welche hergestellt haben. Und ich sehe nichts auf dem Kopf. Was auch nicht sehr gut ist. Also ein Leather Hood hat er auf, ja. Und das ist nicht viel. Vielleicht ist er ja die Ausnahme. Gucken wir mal hier. Stahlbrustplatte. Stahlhandschuh. Stahlschild. Nö. Auch er hat zwar eine gute Waffe und alles, aber weder an den Füßen noch auf dem Kopf noch an den Beinen irgendwas Plattenartiges. Das ist komisch. Eigentlich müssen wir wenigstens irgendwas haben und wenn es nur Kupfer ist. Ich guck mal ganz kurz, ob die Uniform vielleicht irgendwie falsch definiert wurde. N für Uniform. Und wir würden uns gerne die Hammeruniform angucken. Also, du brauchst eine Metallbrustplatte, Metallshirts, ganz viele Cloaks, Metallgreaves. Die dürften auch Kupferbeinplatten tragen, wenn sie irgendwelche rumliegen haben. Metallhandschuhe, Metallhochschuhe, Metallschilder. Nee, das ist soweit einwandfrei. Auch wenn nicht gerade nirgendwo. Doch, da ist der Metallhelm. Na gut. Also sie sind gut genug ausgerüstet, um einen Unbewaffneten umzubringen. Oh nee, er ist gar nicht unbewaffnet. Oh. Sowas kann ganz oft in die Hose gehen. Miner, wenn die ihre Pick in der Hand haben, dann zählt der Mining Skill als deren Kampfskill. Und Miner sind tierisch stark, weil sie den ganzen Tag halt nichts anderes machen, als Steine zu kloppen. Also ja, die können schon sehr gefährlich werden. Legendärer Miner. Aber ich hoffe nur, dass die mit dem fertig werden. Die sechs Stück inzwischen. Aber es muss ja nicht so weit kommen. Wenn endlich hier unten diese doofe Wolle hergestellt wird. Er hier ist fleißig dabei, diesen Garn zu produzieren. Oh, da wird was hin und her transportiert. Weil daran wird es wahrscheinlich liegen. Das Garn, was für den Stoff gebraucht wird, den wir brauchen, ist in der falschen Kiste. Und deswegen wird das gar nicht erst produziert. Komm schon, bringt es in den Stockpile. Was zur Hölle? Eine Riesenratte hat zwei Portionen Zwergen rumgetrunken. Wir können nicht mehr hinzoomen. Grummel. Also auf sowas können wir unsere Miliz. Was zur Hölle schon wieder? Okay. Stopp, 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 stopp. Das muss ich erstmal ganz kurz nachgucken. Ist ja nicht so, dass wir Invasion hätten und irgendwelche unserer Zwerge durchdrehen, weil sie keinen Stoff bekommen. Also, keinen Wollstoff. Aber nein, ich will jetzt eine Ratte finden. So, ist hier irgendwo eine. Ist das da, könnte eine Ratte sein? Ja, K. Eine Ratte. Aber es ist keine große Ratte. Hier unten irgendwo. Wir hatten noch ein Essenslager hier. Keine Ratte. Na gut. Und das, obwohl wir so viele Katzen haben. Oh, apropos Katzen. Wo sind Haustiere? Stopp, 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 stopp. Z. Animals. Mir wurde gesagt, dass genau da ist eine Katze, die einen Besitzer sucht. Nee, eine Gans. Du bist jetzt nicht mehr available. Haben wir noch irgendwo Katzen? Wir haben erstmal viel zu viele Puppies. Die müssen alle weg. So. Ich suche aber eigentlich Katzen. Da ist ein Kätzchen bei Liberty Denied. Die können auch mal alle weg. So, sonst haben wir noch mehr Katzen. Ja, da ist eine richtige Katze, und zwar eine weibliche Katze.
Was war es bei Liberty the Night? Ein männliches Kätzchen. Eins von beiden muss sterben. Also entweder Liberty the Night oder Tiber. Einer von den beiden muss sein Haustier verlieren. Da müssen wir uns vielleicht eine Falle ausdenken mit Druckplatten und so. Das klappt einigermaßen. Aber nee, das sind jetzt die wichtigen Sachen. Was machen die Goblins? Die Goblins sind wieder ein Feld vorgerückt. Was aber nicht wirklich viel ist. Noah, hilft nichts. Und der Durchdreher ist immer noch am Durchdrehen. Und der Stoff wird immer noch nicht produziert. Das ist doch doof. Was können wir noch herstellen? Wir können Pflanzen prozessieren, aber dabei kommt nur das normale Fiber bei raus. Also Pigtail Fiber. Können wir aber auch ein bisschen machen. So, AP, 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 AP. Der Befehl ist immer noch da. Dann mach doch einmal bitte den anderen Stoff noch und nochmal den anderen Stoff und den letzten Stoff können wir nicht herstellen. Dazu bräuchten wir ein ganz bestimmtes Metall, das wir noch lange nicht haben. Nö. Also die drei Sachen bitte einmal abarbeiten. Wir ändern noch ganz kurz die Priorität, dass das hier nach unten geht. Warum kann ich die Priorität ändern? Achso, ich muss mal was anderes nehmen. So, mach erstmal die beiden. So als Anreiz, dass du überhaupt mal hierher kommst. Es kann ja auch sein, dass der Zwerg irgendwie eingeschlafen ist oder auf einer Streckbank festgeschnallt oder dergleichen. Das weiß man ja nie. Wir suchen ihn einfach mal. Das ist doch mal eine Idee. Der hieß Cloth, also Stoff. Da. Er macht gerade Pause. Will er mich verarschen? Wo bist du? C. Du machst gerade Pause in deinem Zimmer, hm? Also wenn er im Bett gelegen hätte, dann wüsste ich einen Trick. Dann könnte man einfach das Bett abreißen. Dann wird er auch wach. Aber so geht da, glaube ich, nichts. Das ist doch doof, dass jetzt einer durchdreht, nur weil er Pause machen will. Na gut, dann gebe ich einfach irgendeinem Hauler den Befehl, jetzt Stoff zu verarbeiten. Weaving. So, nicht Hammerzwerg, hier unten Hauler. Weaving. Clothmaking. Gebe ich jetzt einfach mal 5 Zwergen. Ach komm, geben wir es gleich noch mehr. Fast alle Hauler haben jetzt über Dwarf Therapist den Befehl bekommen, ihr dürft jetzt auch Stoff verarbeiten und Garn zu Stoff weben. Also irgendjemand muss jetzt hier unten antanzen. Na also. Mann, Mann, Mann. So, dann sollten wir auch gleich das Wichtigste wieder nach oben schieben, nämlich das da. So. Zeit ist Geld oder Leben, besser gesagt. Du da, geh bitte nach unten und hol den Stoff. Er holt Stein, wofür auch immer. Und die ersten Hündchen werden geschlachtet. Ja, es ist alles toll und so, aber... Er ist am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Das heißt, er arbeitet an dem, was wir eigentlich auch haben wollen. Mach schneller. Dadurch, dass es jetzt ein ganz normaler Handwerker ist und kein ausgebildeter Stoffverarbeiter, dauert es natürlich auch länger. So, er ist fertig. Es wurde auch irgendwo abgeladen. Er rührt sich aber nicht vom Fleck. Da gab es zwischendurch eine Fehlermeldung. Was war das? Ja, wieder dieses brauche einen ungebrauchten, eingesammelten Garnfaden. Nö, der wird wohl sterben müssen. Was schade ist. Jetzt machen die Goblins. Die gehen zurück. Ich mach mal die Brücke auf. Vielleicht wollen die sich ja zurückziehen. Das wäre ja auch mal neu. Das wäre dann die kürzeste Belagerung, die ich jemals hatte. Entweder das oder sie winken nur ihren Freunden zu, die hier irgendwo draußen rumlungern. Nö, wollen nicht raus. Okay.
Na gut, ich lasse die Brücke jetzt mal eine Weile unten, in der Hoffnung, dass noch ein paar mehr Goblins kommen. Und wenn die auftauchen, dann müsste ich eigentlich eine Warnung bekommen und das Spiel müsste pausieren. Also kann ich nicht überrascht... Was zur Hölle? Da ist die große Ratte. Zack, da war die große Ratte. Ein Käfig weniger. Nee. Aber jetzt ist die große Ratte weg. Also ja, ich dürfte nicht von den Goblins überrascht werden. Das heißt, ich kann mich weiter um die anderen Sachen kümmern. Die Miliz wird langsam unruhig. Verständlich. Es hat wieder viel zu lange gedauert alles. Da wird ein Sarg dran vorbei transportiert. Auch kein wenig komisch oder so. Und hier unten ist kein Befehl mehr drin, richtig? Richtig. Was passiert eigentlich, wenn ich das Teil jetzt versuche abzureißen? Kann ich nicht. Also, nochmal. Skelette. Metall. Hat er alles schon rangeschleppt. Edelsteine. Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Pause. Wo sind unsere Edelsteinschleifer? Aber ich habe eigentlich immer mindestens einen Rohedelstein dagelassen. Da. Da ist schon mal rohes Glas drin. Da ist überall noch rohes Glas drin. Nein! Wir haben keine Rohedelsteine mehr. Die hier sind alle schon geschliffen. Mist! Okay, 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 okay. Wo ist unsere Mine? Unsere Mine ist hier überall. Das da müsste ein Edelstein sein. Saatcluster. Okay. Egal. Hauptsache es ist ein Edelstein. Das da ist Gold? Nee, Topaz. Oh, schöne Sache. Das wird doch gleich mal ausgegraben. Und dann hoffentlich schnell genug dahin gebracht. Ah, okay. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten Tonnen an Edelsteinen. Aber ich muss irgendwann den Befehl gegeben haben, schleif bitte alles zu besseren Edelsteinen. So, an die Arbeit. Chop, chop. Oh, da ist was direkt am Eingang. Das könnt ihr auch gleich mitnehmen. Und da sind auch noch welche. Alles mit fürs nächste Mal. So. Also jetzt hätten wir eine Lösung, aber ich denke mal, es ist zu spät. Der wird jeden Moment durchdrehen. Aber so lernt man halt dazu. Immer darauf achten, was genau er sagt. Immer von allem, was da haben und zwischendurch überprüfen, ob es auch da ist und nicht schon irgendwo verwendet wurde. Warum blinkt der da eigentlich so hellblau? Hm. Ach so, der ist legendär. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Also wenn Zwerge legendär werden, dann fangen sie an zu blinken. Das ist schon mal eine tolle Sache. Die andere tolle Sache ist, dass sie, wenn sie lange Patrouillendienste schieben müssen, deswegen nicht grumpig werden. Was ein weiterer sehr guter Vorteil von dem Danger Room ist, wenn wir da die Leute recht schnell auf legendär bekommen, dann werden die nicht mehr grumpig. Also, dann können sie immer noch verdursten und verhungern, aber wenigstens meckern sie nicht so viel. So. Wir werden geschlachtet. Okay, okay. Inzwischen müsste doch irgendeiner mal einen Stein nach Hause gebracht haben. Also einen Edelstein. Da. Hier müsste sich irgendwas bewegen. Das wäre ein sehr gutes Zeichen. Also nicht, dass er jetzt der einzige Miner war. Der durchgedreht ist, ist ja ein Steinklopper. Aber davon haben wir viel mehr. Gucken wir ganz kurz nach. Oh. Wir haben 5 Mine-Haule, die nichts anderes machen. Oh, ist weggelaufen. Sehr schön. Das war knapp. So, hoffentlich war es jetzt wirklich alles. Er läuft weiter, holt noch was. Holt noch Holz. Ja, okay. Das war der Forest, den er skizziert hatte. Und den Stoff. Sehr schön. Oh, das war knapp. So, Trupp. Genau ihr. Ihr habt jetzt wieder frei. Mann, Mann, Mann. Das ist nochmal gut gegangen. Was sagen die Goblins? Die Goblins sagen, wir langweilen uns zu Tode und wissen nicht, was wir machen sollen.
folgt doch einfach der Ratte. Das wäre... Warum zum Teufel ist da ein toter Zwerg? Hammerzwerg. Warum ist da ein toter Hammerzwerg? Okay, Militär. Alerts. Insight ist an. Schön. Dann drücken wir jetzt W. Wählen Insight aus. Und der ganze Bereich gehört gar nicht zum Insight. Das habe ich schon mal verändert. Das heißt, da hätte niemand hinlaufen dürfen. Außer er gehört zur Miliz und hat den Befehl, irgendwo in der Nähe davon stationiert zu werden. Aber die wurden nicht hier stationiert, die wurden 3 Etagen tiefer und ganz woanders hin stationiert. Das ist doch doof. Ja, und er war auch in seiner Kampfmontur mit Silberhammer und einem Silberbolzen, der wahrscheinlich den da hinten gehört. Machen wir anders. Militär. Jo. 2 Leute fehlen schon wieder, Militärtrupp. Das ist doch echt albern. Ja, wir haben 10 Reserve, aber trotzdem ist es irgendwie langsam. Ja, ja. Aber ich glaube, letzte Folge ist keiner gestorben. Das ist doch mal sehr schön. Wenigstens eine Folge. Hammer. So. Und dass sie trotzdem nicht näher rangelaufen sind, ist echt komisch. Er hat einen Eimer in der Hand gehabt. Aber warum sollte ein aktiver Militärzwerg mit einem Eimer nach draußen rennen? Also wenn es ein Arzt wäre, würde ich es verstehen, aber der dürfte gar nicht nach draußen rennen. Der würde dann meckern, dass er keinen Zugang zum Wasser hat. Fragen über Fragen. Oh, wir können gucken, was der Report sagt. Okay, das Einzige, was das uns bringt, ist, wir können wieder sehen, auf was für eine brutale Art und Weise er verstückelt wurde. Aber das hilft uns nicht rauszufinden, warum er überhaupt da war. Oh, wir haben ja eine neue Option. Wir können uns der Invasionsstreitmacht ergeben. Nö, niemals. Wir machen einfach so Pause. Also bis gleich.